Wir sind zurück zum zweiten Durchgang in Nador, Ägypten gegen Kroatien in der Gruppe F. Im Moment führt Ägypten mit 1:0 durch das Tor von Mohamed Salah, wäre damit voll auf Kurs, hätte es in der eigenen Hand am letzten Spieltag gegen Portugal, kann auch noch hoffen, dass es trotz eines Misserfolges gegen den Europameister reicht. Auf der anderen Seite wäre Kroatien mit dem Ergebnis ausgeschieden, hätte keine Chance mehr mit 0 Punkten an Portugal oder Ägypten vorbeizukommen. Heißt also, es geht jetzt darum, 45 Minuten gegen das Turnier aus für Kroatien. Modric! So vielleicht. So kann es funktionieren. Erste Aufgabe für Sherif Ekrami. Aus der Hauptstadt aus Kairo. Lang gemacht. Dankbarer Ball natürlich auch, aber toll abgewehrt vor den, vielleicht sehen Sie es hinterm Tor von Ekrami, vielen Anhängern der Pharaonen. Für Saiko. Nicht ungefährlich. Nikola Kalinic. Davor schon der Abschluss von Şimover Saiko, bei dem Ekrami das erste Mal nicht ganz so gut aussah. Der Torwart der Ägypter. Abstoß dennoch für den Schlussmann. Und 5 weitere Minuten angenähert. Freistoß Ägypten. Der Torschütze im Bild, Mohamed Salah, der gegen Uruguay noch nicht ganz so auffiel, vor allem auch keine Torchancen hatte, heute aber mit einem klasse Solo auf der rechten Seite das zeigen konnte, was wir von ihm schon in Liverpool gesehen haben. El Nini mit dem Kopfball, Subacic ohne Probleme festgehalten. Abdel Shafi. Soliman, klasse durchgesetzt. Walid Soliman, Seid, wichtiger Zweikampf, den Lovren gewinnt. Strinic. Wie leicht es ist für Ägypten, den Ball zu gewinnen. Hier zu sehen, Strinic einfach verlaufen. Brozovic. Perisic, Kalinic, Rakitic. So, jetzt wäre mal zumindest der Ball in der Hälfte der Ägypter. Ein bisschen näher dran am Strafraum. So kann es dann eher funktionieren. Saad. Tolles Spiel für mich. Auch El Nini wieder klasse behauptet. Und ein super Ball für Saad. Kein Fahne um. Gerade hatte ich mich gewundert, die Fahne blieb lange unten beim Assistenten, war dann aber doch nach oben, schauen wir hin. Auch das ist richtig, auch das ist gut gesehen und wichtig, dass die Entscheidung stimmt. Brozovic geht, Milan Balé kommt, ehemaliger Hamburger Spieler vom HSV, mittlerweile in Florenz in Italien, ersetzt Marcelo Brozovic im Mittelfeld der Kroaten. Mandžukić bleibt zunächst mal auf der Bank. Hasan. Kalinic. Perisic. Badej. Erste Aktion, ein letztlich harmloser Kopfball
von Bardell, dass die Chance vorhin von Luka Modric gegen Šerif Ekrami. So, jetzt kommt Mario Mandzukic von den Bayern zu Juventus gewechselt, ersetzt Nikola Kalinic. Der Wechsel war, denke ich, so angekündigt, war auch so kommuniziert, Stunde exakt gespielt. Kann mir vorstellen, dass der Trainer, dass Zlatko Dalic, das genauso festgelegt hat, dass er gesagt hat, wenn es erforderlich ist nach einer Stunde, dann wird gewechselt, dann wird Mario Mandzukic kommen und wird Nikola Kalinic ersetzen. Ägypten hat auch nicht getauscht. Mögliche Alternativen, unter anderem Sam Molsey, den haben sie gebracht im ersten Spiel gegen Uruguay, auf Fatih und Rabia, die beiden herausgenommenen Verteidiger für Saad und El Mohammadi. Hassan. Luca. Kramaric. Kramaric! Einziger Bundesligaspieler auf dem Platz, André Kramaric von der TSG Hoffenheim ans Außennetz des ägyptischen Tores. Jetzt kommt der erste Wechsel, wie angekündigt, Sam Morsi für Mohamed Elneny. Englischer Wechsel, Elneny von Arsenal geht und Morsi von Wigan kommt. Gerade mal sein 7. Spiel für Ägypten, 26 Jahre alt, spät in die Mannschaft geholt, aber Hector Cooper setzt ihn im Moment doch sehr oft als eingewechselten Spieler ein. So auch heute auf die Position neben Gomar ins Mittelfeld, gerade am Ball Sam Molsey. Egasi, krasser Fehlpass, krasser Fehlpass! Mario Mandzukic! Glanzstart von Ekrami! Das kann die wichtige Aktion gewesen sein fürs Achtelfinale für Ägypten. Der Ball war schwer zu halten, zumal es auch kein Abseits war. Das hat der Assistent gut gesehen. Da stand tief einer nach diesem heftigen Fehlpass von Egasi. Rakitic geht und der letzte Wechsel ist bei Kroatien. Mario Pašalić von Chelsea. Junger Spieler, 23 Jahre alt, jetzt als Ersatz für einen ganz erfahrenen Spieler bei den Kroaten. Missglückter Distanzversuch. Und schauen Sie mal, Ägypten lässt den Ball ins Ausgehen, um Zeit zu gewinnen. 20 Minuten bleiben in Nardo, das kann ein extrem spannendes Spiel werden, besonders mit solchen Fehlern. Mandzukic, kein Foul. Ekrami. Freistoß Ägypten, Foul von Lovren an Seit.
Mandžukić. Strinic. Freistoß Kroatien. Diesmal war es Mohamed Salah, ein bisschen abgetaucht auf der rechten Seite in der zweiten Halbzeit. Soliman links, tendenziell etwas offensiver, etwas auffälliger. Ekrami von Mandžukić. Jeder festgehaltene Ball von Ekrami bringt ein paar Sekunden Ägypten näher Richtung Achtelfinale. Es ist noch nicht geschafft, das sei dazu gesagt, aber die Ausgangsposition ist so, dass ein Unentschieden sowohl Portugal als auch Ägypten reicht. Ich denke, die Portugiesen oder Ägypten nimmt einen zweiten Platz gerne mit, wenn es dafür reicht. Hassan. Ahmed Hassan! Und das ist das 2-0. Der Ball passt. Das 2-0. Ahmed Hassan. Ein Wahnsinnstor für Ägypten, es geht schon wieder los. Salah im ersten Durchgang mit einem klasse Solo. Und jetzt Ahmed Hassan mit einem Distanzschuss, der mal richtig gut passt. Und ist das die Entscheidung? Ist das das Achtelfinale für Ägypten und vor allem das Aus für Kroatien? Subasic sieht nicht gut aus, steht etwas zu weit vorne vielleicht, etwas zu weit rechts von der Idealposition, und Ahmed Hassan mit seinem zweiten Turniertor gleich mal ein Zeichen gesetzt. Mohamed Salah von Liverpool und Ahmed Hassan aus Braga, aus der portugiesischen Liga. Modric. Luka Modric, Anschluss. 1-2, Luka Modric. Kroatien ist wieder dran, ist wieder etwas näher am Turnier dran. Gut vorbei an Schad, dem das natürlich nicht passieren darf, dem neuen Verteidiger. Und Ekrami machtlos. Grätsche von Egazi kommt fast zum Glück zu spät, möchte man sagen. Denn das hätte ein Elfer werden können. Schad etwas frustriert. Der Mann mit der 14 in Rot-Weiß-Schwarz. Hassan. Flanke wird zum Torschuss für Subasic. 5 Minuten bleiben in Nador. Perisic. Das Stadion bleibt ein bisschen das Stadion des Spektakels bei den vielen Unentschieden und torarmen Spielen. Zunächst mal die Chance für Saiko hintenrum. Badej. Rausgeköpft. Kamaric hängen geblieben. Hängen geblieben. Und Freistoß für Ägypten, weil es abseits ist. Und das ist genau richtig gesehen, Ivan Perisic, Freistoß Ekrami. Also, Australien-Dänemark, 1-3. Schottland-Chile, 4-2. Jetzt Ägypten, Kroatien.
2:1. Und das in einer Konstellation, die so nicht zu erwarten war, dass Ägypten hier mit einem weiteren Tor sogar Tabellenführer ist. Zeit! Fast! Vier Minuten Nachspielzeit. Vier Minuten heftige Pfiffe hier im Stadion. Das große Sympathien für diese ägyptische Mannschaft hat. Vier Minuten bleiben, Kroatien das Turnier auszuverhindern. Vier Minuten, um noch einmal Richtung Sherif Ekrami zu kommen. So nichts. So nichts. Hassan Said kriegt den Ball rüber. Goma nicht im Abseits. Saleh. Goma 3:1. Ägypten ist Tabellenführer. Ein Wahnsinn, der sich abspielt in Nador. Gut geschickt. Ahmed Hassan jetzt das Tor vorbereitet. Und Saleh Goma wartet lange und macht es dann eiskalt gegen Daniel Subasic. So, und jetzt haben wir eine ganz interessante Konstellation. Vor dem Spiel Ägypten gegen Portugal ist Ägypten Tabellenführer, heißt mit einem Unentschieden gewinnt die Mannschaft aus Ägypten, gewinnt das Team von Hector Cooper diese Gruppe F. Eine Situation, die niemals so zu erwarten war, aber auch natürlich zu diesem Turnier passt, in dem auch Serbien schon Tabellenführer geworden ist, in dem Schottland durch ist Richtung Achtelfinale. Auch Ägypten hat die besten Chancen am letzten Spieltag. Hassan. Missverständnis mit Salah. Und jetzt ist es vollbracht. Ägypten schlägt Kroatien tatsächlich mit 3:1. Es war im ersten Durchgang schon zu erkennen, dass es möglich ist mit dem ersten Tor durch Mohamed Salah. Zweites Tor dann mit einem wunderbaren Schuss von Ahmed Hassan. Kurz der Anschluss, kurz konnte Kroatien hoffen, eine spannende Schlussphase möglich machen mit dem Anschluss durch Modric. Aber dann das entscheidende Tor durch ihn, durch Saleh Goma, den Mann im Mittelfeld, den Cooper nicht ausgewechselt hat, ihm einen neuen Mann noch während des Spiels an die Seite gestellt hat mit Sam Morsi. Und der Mann von Al-Faisali, Saleh Goma, macht das 3:1 und damit die Tabellenführung für Ägypten perfekt. Die sehen wir jetzt nochmal. Gruppe F, Zwischenstand nach dem zweiten Spieltag. Ägypten vor Portugal, dann Uruguay mit kleinen Chancen, mit einem Sieg eventuell noch an Portugal oder Ägypten vorbeizukommen. Und hinten ausgeschieden Kroatien, das ist wie beim letzten Weltpokal in England nicht schafft, die Gruppenphase zu überstehen. Damals eine schwierige Gruppe mit Italien und Chile. Diese Gruppe war machbar und das ist ärgerlich für Kroatien und heißt, dass sie es einmal mehr beim nächsten Mal versuchen müssen. Ägypten darf hoffen und heute Abend freuen wir uns auf einen Top-Favoriten, der auch Richtung Finale schauen darf. Brasilien gegen Japan. Wir sind gespannt, ob die Seleção es vielleicht wieder so spannend macht wie gegen Schweden oder ob es ein klarer Sieg wird. Japan mit einem guten Ergebnis zum Auftakt gegen England musste allerdings auch nicht viel leisten in diesem Spiel. Wenig Offensivaktionen. Insofern erwarten wir ein spannendes Spiel heute Abend in Meknes, im Grand Stade de Meknes. Freuen uns drauf, sagen jetzt Tschüss aus Nador. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dem stimmungsvollen Stadion, dem Stadion der Tore hier in Nador.